damit Hallöchen, meine lieben Freaks und Maniacs da draußen, zu meinem ersten Part durchgezockt. The Legend of Zelda Breath of the Wild, meinem zweiten Let's Play-Projekt hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht, ich habe das Switch-Interface offen. Breath of the Wild und One-Two-Switch sind angezeigt. Breath of the Wild ist tatsächlich in der Switch. Vier Freunde sind aktuell von mir online. Das sind alle vier, die ich bis jetzt eingeladen habe. Who cares? Zelda hat nichts mit Online zu tun, sondern nur mit Einzelspieler-Spaß. Ja, ich traue mich fast gar nicht, den A-Knopf zu drücken. So lange habe ich darauf gewartet. Falls ihr euch fragt, oder falls Leute sich von euch fragen, ich benutze den Joy-Con Grip Controller für dieses Let's Play. Denn der fühlte sich ganz angenehm an. Ich habe zwar jetzt schon schwitzige Hände, das ist unglaublich. Okay, aber es führt keinen Weg drumherum. Ich habe richtig Bock und wir spielen im ersten Part The Legend of Zelda Breath of the Wild. Schon nervös ein bisschen. Vier Freunde online. Nintendo präsentiert The Legend of Zelda Breath of the Wild. Stimme. Sprachausgabe. Öffne die Augen. Sprachausgabe in Zelda. Wach auf, Link. The fuck? Der ist nackig. Der nackige Link. Knackig, nackig. Ah, nee, doch nicht. Blaue Badehose. Das ist sehr hübsch. Okay. Chica-Symbol vorne auf der Badewanne. Vorne auf der Badewanne, Chica-Symbol. Jetzt schon gesehen, Auge. Von der Chica. Mit der Träne. Das heißt nach dem Krieg. Was ist hier los? Es ist alles nebelig. Oh mein Gott, wir spielen schon. Es ist noch gar nichts passiert. Leute, ich steuere Link in Breath of the Wild. Okay, also, L ist bewegen, R ist Kamera. Plus ist Steuerung. Oh, okay. Springen. Wir können absichtlich springen. Ha! Wir können springen in Zelda. Wir haben einen Sprungknopf in Zelda. Was? Junge, Masse. Ah, okay. Ich habe das nicht und ich habe das nicht. Das ist lustig. Okay. Kamerabewegung ist eigentlich wie immer. Ah, Skyward Sword sagt Hallo. Ich habe kein Schwert und ich kann springen. Es gibt keine Rolle. Es gibt keine Rolle. Habe ich das übersehen? Nein, es gibt keine Rolle. Scheiße, ist das geil. Was ist das hier? Badewanne oder was? Baden! Okay, da war auf jeden Fall das Chica-Symbol. Vorne auf der Wanne. Da.
Gibt's eine Ich-Perspektive? Nein, zumindest noch. What the hell? Was war das? Warum macht er sowas? Okay, wir untersuchen. Der Schikastein. Natürlich. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Da ist Voice-Ausgabe in Zelda, Leute! Der Schikastein, das ist das, was die ganzen Amiibos dran haben. Das Schika-iPad, wie ich das genannt habe. Schikastein, eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut. Tasche öffnen war Plus. Machen wir aber gleich. Wieder weg damit. Ich habe ein bisschen Rumble gespürt gerade. Okay, Tasche öffnen ist... Ah, ich habe einen Hub. Ich habe unten eine Karte, eine Sache mit einer Temperaturanzeige und sowas wie ein Lautstärkepegel. Tasche öffnen ist Plus. Wow. Okay, wir haben einen Schikastein. Wir können alles wir können Link betrachten. Er trägt den den Schikastein links. Kleine Beutelchen da links an der Tasche. Und ansonsten eigentlich nichts. Da oben sind aber noch wesentlich mehr Symbole, die wir uns wahrscheinlich gleich angucken können. Tagebuch haben wir nichts. Und System haben wir tatsächlich nur das. Ihr entschuldigt mich, wenn ich kurz auf Einstellungen gehe. Amiibo, kein Amiibo verwendet. Vertikal inventieren, horizontal, Kamera, Standard. Neigungssteuerung ein, das ist okay. Sprungknopf ändern finde ich auch gut. Nordausrichtung der Minikarte, das macht Sinn. Bildschirmanzeige, Textfenster, okay. Aktionen. Ist das eine Kombo-Liste oder was? Okay, geil. Nächster Raum. Tour! hat sie den Fuß gestoßen, weil er da cool gegentreten wollte. Der Eierkopf. Zerschlissene, aber nicht unbequeme Hose. Die Beine sind etwas zu kurz. Wir können direkt aus diesem Menü die Tasche öffnen und rüsten diese Hose aus. Das hat jetzt zwar nichts mit uns gemacht, glaube ich, aber immerhin. Jetzt haben wir nur alte Hose an. Kann man mal machen. Was ist hier mit? Jung, mach das auf. Ah, jetzt geht's. Jetzt hat er ein paar Schuhe an, jetzt geht's. Altes Hemd. Dünnes Hemd, das viele Jahre auf dem Buckel hat. Es ist zwar ausgefranst, aber erfüllt doch seinen Zweck. Die Ärmel sind etwas zu kurz. Da ist alles zu kurz, ist uns egal. Fashion ist für Pussys. Geil. Okay, jetzt sehen wir zumindest ein bisschen menschlicher aus. Was will er da nehmen? Oh, okay, nice. Fass, ablegen oder werfen? Werfen natürlich. Oder einfach fallen lassen, das kann man auch. Okay, ich kann eine Kiste schieben. So bringt er mir kurz und bündig bei, was ich tun kann. Ich drücke werfen. Ach nein, ich drücke ZR, Entschuldigung. Ich bin hohl. Hat nur damit zu tun eigentlich. Okay, werfen ist R natürlich. Also ZR lässt die Sachen einfach fallen. Geil. Nix drin, ihr Geier. Okay. Überall sind Schika-Symbole, was auch immer das heißen mag. Einfach hochjumpen, wie cool, ey. Das ist hier alles sehr neblig. Ich bin das nicht gewohnt von Zelda-Spielen, dass alles so neblig ist. Die Lampen gefallen mir gut. Okay, das Ding leuchtet, es will uns irgendwas sagen. Halte den Schikastein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Wer sagt mir das? Du hast mir gar nichts zu sagen. Schikastein erkannt.
Verriegelung aufgehoben. Gerumpelt. Du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Wow. Aber wer weiß das? Ich kann sprinten und springen. Und ich bin in der Pfütze gelatscht. Ha! Eine Klamotte ist wirklich nicht hübsch. Die ist ja auch noch bauchfrei. Ist ja schrecklich. Jumpen? Oh, ich kann klettern. Ich bin geklettert. Alter! The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Da hinten ist ein Vulkan, da ist ein Schloss. Da ist auch eine riesen Mauer. Da ist eine Kirche! Da steht ein Typ! Wer ist das? Sorry, dass ich so viel laber, aber ich kann es einfach nicht an mir halten. Vergessenes Plateau. Okay. Der Ort heißt Vergessenes Plateau. Guckt euch diese Welt an, Leute. Holy. Was ist das? Da ist ein Turm. Da hinten oben steht irgendwas. Da ist ein Schloss. Da ist ein Vulkan. Da ist der irgendein gespaltener Berg. Wow. Da ist die Höhle, wo wir hergekommen sind. Das ist crazy. Was ist das? Rute. Ein Zweig von einem hylianischen Baum. Nicht die mächtigste aller Waffen, aber besser als nichts. Zumindest kann man ihn umherschwingen und nach Monstern werfen. Es ist ein Dekostab. Seien wir ganz ehrlich, es ist ein Dekostab. Öffne mal die Tasche. Ernsthaft? Der macht nicht mal die Blätter ab. Wir haben zwei davon. Das ist übrigens unter dem Unterpunkt Waffen. Wir haben also jetzt Waffen und wir haben Rüstungen und wir haben Wichtiges. Es gibt aber noch einmal den Bogen, Schild, ein Apfelsymbol und ein Kochtopfsymbol. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Waffenangriff. Du greifst mit der ausgerüsteten Waffe an. Ha! Ich kann kämpfen! Ich geb euch, Junge! Gib jedem. Außerdem kann ich jumpen. Das konnte ich vorher nie. Der Jump ist aber auch ein bisschen lächerlich. Aber sehr, sehr realistisch dafür. Das sind Pilze. Ich will die Pilze haben. Ein Hyrule-Pilz, der am weitesten verbreitet ist der Wälder Hyrules. Er wächst oft in der Nähe von Bäumen. Füllt bei Verzehr Herzen auf. Nämlich ein halbes offensichtlich, so wie das aussieht. Cool. Ich kann Pilze sammeln. Damit haben wir jetzt das Apfelsymbol geklärt. Ha, Hyrule-Pilz. Oh, das ist jetzt schon so cool. Rute, nochmal. Schnellauswahl, so kannst du schnell deine Waffe wechseln. Okay. Aber ich habe doch keine andere Waffe. Ich habe doch nur Rute oder Rute. Ah, okay, ich könnte sagen, was für eine Rute? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Hey, oh, ich hab euch. Ja, joa! Ah. Das ist so cool! Steck die Waffe weg, Mann, jetzt reiß dich mal zusammen. Oh, sorry. Okay. Der Typ ist irgendwo da unten. Ich weiß, dass der Typ da unten ist. Ich sag's nur nochmal, ich bin Genussspieler. Ich werde mir zumindest hier oben noch ein bisschen... Käfer! Da ist ein Käfer, ich hätte gerne den Käfer. Kann ich den einfach so nehmen? Ja, kann ich. Schwertkäfer. Dieser König der Insektenwelt lebt in Wäldern. Kocht man ihn zusammen mit Monsterzutaten, steigert die daraus resultierende Medizin die Kraft. Das ist nicht nett. Gehört aber mit zu den Apfelsymbolen. Okay, Schwertkäfer. Ah, okay, ich darf nicht rennen. Was ist das hier? Mehr Routen. Okay, die Steuerung ist sehr Skyward Sword. Die,
Kamera ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das hat aber damit zu tun, dass ich aus irgendeinem Grund immer denke, hier wäre der Control Stick. Ist aber nicht. Hallo? Link. Wer ruft mich? Link. Hallo? Begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Sorry, ich habe mit meinen Leuten gesprochen. Zeigt Module des Shika-Steins. Okay. Das können wir gerne mal ausprobieren. Die ferne Stimme. Neuer Zielpunkt. Wow. Ah, okay. Der zeigt mir, dass ich hier hin soll. Verstehe. Da sehe ich die Karte und dann viele, viele leere Seiten. Ich liebe dieses Spiel. Ohne Scheiß, ich bin jetzt schon... Alter. Das ist bisher eines der komplexesten Zeldas, oder? Boah, guckt euch das an. Da sind Früchte in diesem Baum. Kann ich die Früchte haben, bitte? Haha, Apfel. Eine in Hyrule sehr verbreitete Obstsorte. Man kann ihn wunderbar roh essen, aber durch Kochen wird seine Heilkraft erhöht. Kochen ist offenbar ein großes Thema in diesem Spiel. Das ist neu. Das gab's vorher nicht. Ich will mehr Äpfel. Okay. Alle Äpfel aufgebraucht. Da ist der alte Mann. Rostäpfel. Über offenem Feuer gerösteter Apfel. Süß und lecker. Wenn du ihn isst, füllt er Herzen auf. Knuffig. Hey, das ist mein Röstapfel. War nur Spaß. Hier gibt es genügend Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. Etwas verwundert bin ich aber schon. Hier trifft man nicht oft andere Reisende. Wer bist du? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten alleine in der Gegend lebt. Wenn der gleich sagt, it's dangerous to go alone, Junge! Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Wo sind wir? Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Der hat eine Lampe am Stock. Das ist interessant. Was zeigst du mir? Ist das die Zitadelle der Zeit eigentlich? Aha. Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles verfallen. Du siehst es ja selbst, keine Menschenseele mehr, weit und breit. Das stimmt. Was machst du da? Ich mach's mir am Lagerfeuer gemütlich, wie du siehst. Vielleicht röste ich mir gleich noch einen Apfel oder zwei. Du meinst, Sachen werden nahrhafter und schmecken besser, wenn man sie vor dem Essen röstet. Die meisten Sachen. So, dann geh mal deines Weges, solltest du nicht irgendwo hin? Ich weiß es nicht, Alter. It's dangerous to go alone, Junge. Okay, also man könnte das jetzt schon von der Timeline her gut platzieren, finde ich. Das ist eine Axt. Holzfäller-Axt. Lieblingswerkzeug eines jeden Holzfällers. Damit fällt jeder Stamm im Handumdrehen. Hey, jetzt sehe ich schon mehr aus, als hätte ich eine Waffe. Ich habe jetzt schon zwei Waffen, fällt mir gerade auf. Okay, geil, ich habe eine Waffe. Ich bin aber auch wesentlich langsamer damit. Aber ich behalte die jetzt erstmal mit. Pack die weg. Da sind Äpfel. Da sind Äpfel auf dem Baum. Oh, Moment. Da ist noch einer. Oh, ich bin auf dem Baum. Oh. Moment, ich habe eine Axt.
Oh, ich kann ihn rollen. Ich kann ihn rollen und der macht die Wiese platt. Wie cool. Der bleibt da. Das ist interessant. Was ist das? Eine Eichel. Diese Baumfrüchte liegen oft im Wald auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe. Geröstet füllt sie ein wenig mehr Herzen auf. Also definitiv viele Sachen rösten und... Das ist ein Tier. Ein Eichhörnchen? Hallo. Okay. Ah, hat er irgendwas gegen mich, ne? Das Spiel lässt euch komplett frei. Direkt von Anfang an. Ich bin echt überrascht. Wow, Link ist ein verdammt guter Kletterer. Alter. Fuck. Da war ein Geräusch. Wow, Bokoblin! Bokoblin! Alter. Ich hatte das Gefühl, ich habe ihn nicht... Ich kann eine Waffe werfen, wie cool. Mit R. Okay. Das ist ein Pferd da unten. Okay, Moment. Ich darf mich nicht zu viel ablenken lassen. Ich will zumindest am Anfang so ein bisschen... So ein bisschen, wenigstens, das machen, was das Spiel vorschlägt zu tun. Schleim! Oh. In der Luft erwischt. Oh. Skyward Sword lässt grüßen. Schleimgelee. Schleimtropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Was soll das alles heißen? Ich verstehe es nicht. Wie war nochmal die Schnellauswahl? Oh, Moment. Oh nein! Eine Axt weggeworfen, ich wollte das nicht. Moment. Ah, da. Okay. Nehme ich jetzt nämlich mal erstmal hier die Route wieder mit. Was zum Teufel? Der Wächter! Bokoblin! Oh, okay, die Route hält wirklich nicht viel aus. Bockstock! Ich kann die Waffen von den Bokoblins nehmen. Das ist verdammt geil. Hiermit erschlagen Bokoblin ihre Beute. Dabei geht der Stock sehr schnell kaputt. Aber das ist ihnen dann auch egal. Klar. Bokoblin-Horn. Horn eines Bokoblin. Als Kochzutat ruiniert es jedes normale Gericht. Kochst du es jetzt jedoch zusammen mit Insekten ein, lässt sich Medizin daraus herstellen. Also Insekten immer mit Monsterkram, normales Essen mit normalem Essen. Das ist so ein bisschen wie bei Don't Starve. So dumm wie dieser Vergleich jetzt auch klingt. Leute. Ich will ja nichts sagen, aber ich weiß genau, dass das der Wächter ist hier. Ihr verarscht mich. Da ist ein Frosch. Spurtkröte. Eine Kröte, die oft an Gewässern zu finden ist. Wenn man sie zusammen mit Monsterzutaten zubereitet, erhält man Medizin, die das Tempo steigert. Klar, erst haben wir Insekten umgebracht, jetzt sind wir schon bei Amphibien. Natürlich nicht, warum? Also der Rest, keine Ahnung. Kann nicht mehr lange dauern. Also wir toben uns hier so ein bisschen in den Ruinen aus. In den Ruinen dieses alten ursprünglichen Tempels. Kabeln! Oh, whoops. Sorry. Okay, Moment. Ich muss mich echt nur an diesen Schnellauswahl-Button gewöhnen. Komm her, Junge. Meine Route ist kaputt. Shit. Boah, der springt. Aber ist nicht schnell genug. Alter. Geil. Gab nochmal ein Bokoblin-Horn.
Und den Bockstock. Ich finde irgendwie Bockstock. Hört sich irgendwie pervers an. Tut mir leid. Ich kann das nicht, ändern. Oh. Okay. Werfen wir die mal. Die gehen nicht kaputt. Stehe. Holzfässer. Wie viel hält so ein Bockstock eigentlich aus? Oh! Schleimbeinfass! Aber krieg's kaputt. Ich war kurz davor aufzugeben. Geil, schon zwei Schleimgelees. Okay, also auf jeden Fall hält der Stock ordentlich was aus. Da war gar nichts drin, okay? Was ist das? Ah, noch ein Bockstock. Ein Bockstock. Truhe. Die sehen aber auch sehr alt und mitgenommen aus, diese Truhen. Ne? Als wären die aus Stein geklöppelt, ey. Hylia-Hose. Traditionelle Beinbekleidung in Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um deine Beine und ist gleichzeitig widerstandsfähig genug für Reisen. Eine neue Hose. Ich glaube, dieses Zeichen, was da gezeigt wird, heißt immer, wie viel ich mich verbessere, aus irgendwelchen Gründen. Von 2 auf 4 in Kleidung. Okay, nicht viel Unterschied, aber immerhin. Wir sehen jetzt ein bisschen, zumindest ein bisschen menschlicher aus, würde ich sagen. Ihr müsst echt entschuldigen für die Kamera. Aber ich komme irgendwie noch nicht so richtig klar damit. Ich bin vielleicht ein bisschen zu dumm dafür. Vielleicht, Moment, vielleicht muss ich mich aber auch wirklich erst an diese Kamera gewöhnen. Es ist echt verlockend, einfach ins Nichts zu laufen, ne? Wirklich. Wow. Okay. Da unten sind 2 Bokoblin. Da sollen wir hin, zumindest in diese Richtung. Aber irgendwie, Moment, ich will mir aber diesen Tempel da nochmal angucken. Also ich muss sagen, Sprinten ist gefühlt wesentlich kürzer als in Skyward Sword. Wesentlich kürzer. Jetzt echt ruckzuck ist die Energie weg. Zitadelle der Zeit. Tatsache. Zitadelle der Zeit, das ist die Zitadelle der Zeit. Die ist sehr mitgenommen. Da müsste ja eigentlich das Masterschwert drin sein, ne? Oh! Noch ein Wächter. Und absolut kein Eingang. Vielleicht ist der woanders? Ich bin jetzt einfach mal neugierig. Musik. Aber es scheint, als könnte ich hier nirgend hin. Kann ich hier hoch? Tatsache. Link ist in dem Teil ein echter Killerkletterer. Das ist Altair gar nichts gegen, ey. Beziehungsweise Ezio Auditore da Firenze. Dass meine Waffen immer kaputt gehen, gib mir am Keks. Ah. Bam! Auf den Kopf, Junge. Die Kill-Animation ist arschgenial. Okay, ich bleibe beim Bockstock. Der gefällt mir gut und er ist schnell von der Nutzung her. Alles ist hier voller Wächter. Also war die Zitadelle der Zeit offenbar mal sehr gut bewacht. Ich liebe diese lockeren Piano-Klänge. Richtig cool. Töpfe! Was ist das? Holzpfeile. 5 Stück. Die gewöhnlichste Form von Pfeilen. Jetzt auch im praktischen 5er-Set. Sie sind aus robustem Holz geschnitzt. Okay, jetzt brauche ich natürlich noch einen Bogen dazu. Seid ihr so geil und gebt mir keine Rubine. Olum. Ah, er hat dazugelernt. Reisebogen. Ein kleiner Bogen, wie ihn Reisende zur Selbstverteidigung mit sich führen. Solange man Pfeile hat, kann man hiermit Feinde aus sicherer Entfernung bekämpfen. Das ist nicht übel. Ist das eine normale Waffe, oder? Ich meine, die ist
automatisch ausgerüstet. Bogenangriff. Mit dem Bogen greifst du entfernte Feinde an. Spannen und schießen. Okay, das werde ich jetzt noch nicht ausprobieren, weil ich gerade mal 5 Pfeile habe. Das ist mir nicht genug. Hallo? Der Bockstock zerbricht gleich. Bockstock. Nein, ich komme über den Bockstock nicht weg. Es tut mir auch leid für alle, die zuschauen und sich denken, boah, halbe Stunde und noch nichts passiert. Wenn ihr mit mir spielt, dann spielt ihr mit jemandem, der verdammt viel Zeit hat. Das sieht aus wie ein kleines Grab. Ha! Das ist die Statue von Hylia. Nee, von, nicht von, von Hylia? Doch, ich glaube von der Göttin Hylia. Beten! Ich kann hier beten. Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Wie aus Skyward Sword, die große, die im Wolkenhort ist. Das könnte dieselbe sein. Nein, dafür ist die zu klein. Naja, jetzt haben wir mal hier gebetet, ne? Ich kann nicht glauben, dass man hier rausguckt und die Welt ist so scheißen groß. Okay, es gab immerhin einen Pfeil, einen Bogen mit 5 Pfeilen. Das heißt, für mich, es zahlt sich aus, neugierig zu sein. Das spielt mir natürlich sehr zu. Aber wir bewegen uns Richtung unserem Ziel. Ich habe ein bisschen Angst, hier von der Klippe zu fallen gerade. Das ist auch genial. Wenn ihr von höher runterspringt, dann hört mal hin, dann habt ihr den Windeffekt. Ihr merkt also tatsächlich, wie tief ihr springt. Aha. Ein kleiner Steintotenkopf mit einem Bokoblin obendrauf. Da ist unser Ziel. Wir können ja nochmal schauen. Minus war die Karte. Unser Ziel ist dort. Das hier ist der Schrein des Lebens. Da sind wir hergekommen. Ich will nicht direkt hier runterspringen. Das heißt, ich gehe mal von da hinten aus. Hier ist alles kaputt. Ich muss sagen, ich glaube... Huh, nein! Oh, das hat wehgetan. Ich bin ein Idiot. Ich muss sagen, ich glaube, ich werde den Sprungknopf umlegen müssen auf den A-Knopf. Okay. Oh, mit Motion. Sehr geil. Boom, Headshot. Shit. Anderer Bokoblin. Anderer Bokoblin. Anderer Bokoblin. Ich brauche Essen. Ich sterbe sonst. Ich werde nicht so früh in einem Zelda-Spiel sterben. Sehe ich nicht ein. Pilze. Pilze waren gut. Essen. Ha, ich bekomme sogar eine kleine Animation. Das finde ich knuffig. Okay, 2 sollten reichen. Oh, ich kann jetzt nicht direkt einen auf den Maul kriegen. Oh, Alter. Die Animationen von denen sind wirklich, wirklich genial. Boah, der hält aber. Ich bin gestorben in einem Zelda-Spiel. The fuck? Ich bin gestorben in einem Zelda-Spiel. Was? Was? Okay, das war mein letzter Speicherpunkt offensichtlich, als ich hier runtergesprungen bin. Wow. Wow, okay, ich lege mich nicht mit diesen Bokoblins an. Ich gehe einfach mal um die rum. Aber ich bin echt geil auf diesen Schatz, ne? Einen Moment mal eben. Ich muss mal eben was ändern, weil es stört mich ein bisschen. Moment, war das hier? Nee, ich glaube, das war hier. Das System, Einstellungen.
war das? Holzankorn. Sprungknopf ändern. Aber auch was? Jetzt habe ich den Sprungknopf immer noch auf B. Moment. Sprungknopf B und Abbrechen Knopf Y X tauschen. Okay, das ist nice. Okay, B als Sprungknopf ist wesentlich besser, weil der ist direkt neben dem A-Knopf. Ich komme doch da gar nicht rüber, oder doch? Nee. Oh, Scheiße. Gott, ich bin schlecht in diesem Spiel. Der sieht mich doch wieder. Wo ist denn jetzt der... Ach, das ist doch nicht besser, merke ich gerade. Oh, shit, ich bin direkt hier reingelaufen. Das war wahrscheinlich keine gute Idee. Ich finde es ein bisschen doof, dass man nicht sofort eine neue Waffe bekommt. Alter! Ich habe nicht irgendwie einen Hard Mode aktiviert oder so. Was? Ich mache irgendwas mache ich falsch. Ich habe wahrscheinlich zu viel rumgeschnüffelt. Gott, da erzähle ich jahrelang auf meinem Kanal, ich bin der größte Zelda-Fan. Und dann sterbe ich zweimal in der ersten Stunde von Breath of the Wild. Ah, ich würde es euch nicht verdenken, wenn ihr genau jetzt euer Abo beendet. Gott, ich fühle mich so miserabel. Irgendwie ist mir diese Steuerung nicht recht. Moment. Ich weiß, das ist eine total... Moment, nee, ich mach's schon wieder falsch hier. Das ist eine total dumme Ausrede. Aber... Es wäre cool, wenn man den Sprungknopf so ändern könnte... Wie man möchte. Ich finde, Springen und Rennen zugleich ist schwierig hier drauf. So. Muss mich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Okay. Wo ist mein verdammtes Ziel? Ich brauche offenbar einen neuen Herzcontainer. So. Da sind drei oder zwei Kollegen vielmehr. Sollten wir doch schon mal mit Bogen angreifen können. Nein, Bogen. 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 Bogenlink. Ah, da. Ha! Das war ein guter Treffer. Kopf. Okay, Headshot. Headshot zählt in dem Spiel. Ich sollte mich ans Kämpfen gewöhnen. Ich habe mal eben dieses kleine Lager ausgehoben. Ihr Penner. Grillwild. Über offenem Feuer gegrilltes Wild. Durch die Hitze entfaltet sich das Aroma und der Heileffekt wird gesteigert. Okay. Ist natürlich der Bockstock zerbrochen. Es wäre cool, einfach eine neue Waffe zu bekommen. Das ist ein bisschen störend. Es ist nicht schlimm, aber stört ein bisschen. Nichts drin. Hier ist ein Feuer. Oho, das war wahrscheinlich das Wild. Ich muss... Oh. Oh, Explosionen. Ah, hätte ich die auch anders auslöschen können, die Jungs. Da stehen natürlich noch zwei auf Posten. Hätte
Hätte ich die auch auslöschen können, indem ich diesen Stein hier runterschmeiße? Oh! Verdammt! Warum wusste ich das nicht vorher? Dieser Stamm hat auch schon einiges mitgemacht hier. Ich sage euch ganz ehrlich, ich würde gerne weitergehen, aber ich bin ein rachsüchtiger Mensch. Nein, eigentlich nicht wirklich, aber die Typen gehen mir am Sack. Und irgendwas ist in dieser Höhle, irgendwas Wichtiges. Und ich will das. Okay. Was macht der Typ da? Der dreht sich hin und her. Dreht sich also auch weg von mir. Das heißt, theoretisch komme ich nah an dieses Lager ran, wenn ich will. Richtig? Richtig. Boah, das hätte ich wissen müssen. Okay. Der macht mir Angst. Okay, den haben wir schon mal. Alter, okay. Okay, ich lasse es. Das waren 3 Herzen auf einmal. Ich hatte diesmal volle Energie. Okay, man muss auch lernen in Videospielen. Das ist offenbar Dark Souls. Oh Gott. Wenn du Schwierigkeiten mit Feinden hast, verschaffe dir mit Essen Vorteile. Ich habe jetzt noch kein wirklich vorteilhaftes Essen. Okay, vergessen wir diesen Steintotenkopf mal nicht und kommen dort später zurück. Gehen wir erstmal Richtung Ziel und sind wir mal einfach nicht so großkotzig. Diese Bokoblins haben es in sich offenbar. Nicht mehr, dass man sie nicht besiegen könnte, aber der Fakt, dass sie einen mit einem Schlag gleich 3 Herzen abziehen und das wirklich ein neues Spiel ist. Okay, Junge. Bam! Der Bockstock zerbricht gleich. So zerbricht er. Ein Bockbogen. Primitiver Bogen eines Bokoblin, der einen alten Faden an den erstbesten krummen Ast geknotet hat. Wer da eine große Schusskraft erwartet, wird enttäuscht werden. Die haben also eigentlich keine guten Waffen. So wechselt man den Bogen schnell. Okay, Bogen ziehen und dann wechseln. Sehe ich jetzt eigentlich noch keinen Grund für, aber interessant. Also kann auch der Bogen kaputt gehen nach einer Zeit? Oh, ist das ein Saibling? Das ist ja süß. Bin jetzt ein bisschen rachsüchtig gegenüber Goblins. Ist das einer von den anderen? Der hat ein Schild. Nicht, dass der mich wieder hier umnietet. Nur weil der jetzt mal... Oh, ich habe keinen Bock... Dings mehr. Kein Bock-Ding. Wir sind nur am Sammeln, das ist so geil. Okay, Moment. Ah, okay, die sind doch sehr... Okay, stärkere Waffe zeigt sofort Wirkung und wir haben ein Bockschild. Ein krudes Machwerk aus schlampig zusammengezimmerter Baumrinde. Geht gerade so als Schild durch, wenn man ein Auge zudrückt. Die sind aber auch echt nicht nett zu den Bokoblins in diesem Spiel. Okay, damit geht unser Schild einen hoch und wir haben in jeder Kategorie einen Eintrag. Das heißt, wir haben Wichtiges, Proviant, Materialien, Rüstung, Schilde, Bogen und Waffen. Wir haben ein Schild, der uns immerhin 3 Schutz gibt. Mit dem Schild wehrst du Angriffe ab. Das macht viel Sinn. Natürlich nicht mit dieser Waffe, weil die Waffe zweihändig ist. Oh, die haben aber auch... Die sind aber auch dynamisch wie keine anderen. Reiseschwert! Diese Art Schwert ist in ganz Hyrule zu finden. Es ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Ist ja auch von einem Monster. Oh, in der Luft. Jo, steh auf, Junge. Die fliegen aber auch weg, ey. So.
Okay, das ist cool. Das gibt einem eine gewisse Tiefe. Wir haben schon mal eine kleine Ausrüstung parat hier. Das finde ich ganz cool. Das ist auch zufällig der Ort, wo wir hin mussten hier. Die wollten einfach, dass wir die Straße da hochgehen. Ihr seht die Straße da? Die wollten einfach nur, dass wir die Straße lang gehen. Die wollten gar nicht, dass wir so viel hinlaufen. Sorry. Bitte Schikastein einsetzen. Er guckt erstmal. Erstmal gucken, ob das Ding sauber ist. Ne? Wow. Okay. Schikastein erkannt. Schikaturm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Was? Ah, das ist voll von Chica. Was? Oh. Was ist da los? Bockblinz! What the F? Schnee! Oh, die ganzen... Wir bevölkern das Land neu! Awesome! Wow! Jetzt wär's mal umgenockt. Zu leichten Erschütterungen. Turm des Plateaus. Karteninformationen werden übertragen. Ah! Final Fantasy Crystal Chronicles. Final Fantasy Crystal Chronicles. Das ist ein Aussichtsturm. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Aussichtsturm, damit bekommen wir die Karte von unserem... Warte mal, das war nur ein Ort? Erinnere dich. Wer bist du? Erinnere dich. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Oh! Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Soll ich dazu jetzt noch sagen? Die ferne Stimme, geschafft. Das gehört zu meinen Hauptzielen. Wir bekommen einen Questlog. Turm. Okay, wir haben eine Karte. Ach, das vergessene Plateau. No way! Das ist im wahrsten Sinne des Wortes nur ein kleiner Teil von dem, was wir machen. Hier sind die östlichen Tempelruinen. Oh, der zeigt mein Game Over an. Komm schon. Ach, komm schon. Hier sind die östlichen Tempelruinen. Hier ist die Zitadelle der Zeit. Vergessenes Plateau. Wir waren komplett in diesem Wald noch nicht. Wir waren nicht auf dem Hylia-Berg. Wir waren nicht im Totenfluss. Und das ist nur ein kleiner Bereich. Zu der ganzen Welt. Und wir haben 16 Grad. Holy shit. Ja,
Ich versuche so ein bisschen mit auf die Zeit zu achten. Ich halte den ersten Teil jetzt absichtlich kurz, weil ich glaube, ich habe euch eine ganze Menge Bullshit geliefert. Mit diesem wunderschönen Blick über das wunderschöne Hyrule. Da unten sind Statuen übrigens. Wir haben einen Shika-Turm und das erste Gebiet erkundet. Nicht mal wirklich erkundet, aber wir haben uns so ein bisschen manövriert. Wir sind dreimal Game Over gegangen, weil ich ein Vollhorst bin. Ich glaube, so erfolgreich habe ich selten einen ersten Part abgeschlossen von irgendeinem Spiel. Ich danke euch hier schon mal fürs Zuschauen. Ich hau natürlich direkt den nächsten Part hinterher und ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns gleich. Danke fürs Einschalten. Bis gleich, euer Why the Tie.